Ein Holzgant im Wartau, ein Waldgant, ganz etwas Spezielles. Bei der Heuwiese hier am Spielplatz muss ich parkieren und dann dort, wo es gesperrt ist, hinterlaufen Richtung Vogelhütte. Kein Mensch habe ich gesehen. Der Schnee ist noch gelegen, über Nacht hat es geschneit, aber jetzt hat die Sonne durchgedrückt. Aber ich habe gemerkt, wie auf dem richtigen Weg, denn hier ist ein Los nach dem anderen gelegen. Ich habe es ein kleines bisschen angeschaut. Ich mit einer Holzheizung, die vor allem Leihholz brauche, vor allem Tennis, habe gedacht, da hat es kein Tennis darunter. Buchen, Eschen und so weiter. Ich war gespannt, was man der Förster sagt, was hier alles anzutreffen war. Dicke, dünne hat dort die Gemeinde hier gerichtet. Und tatsächlich, ich war auf dem richtigen Weg, ich habe es gemerkt, wo das Auto kam. Holz aus dem Schweizerwald, viel mehr als ein Schlagwort. Holz wächst bei uns. Erdöl ja bekanntlich nicht in unseren Gärten. Aber das Holz eben schon. Und dort mitten in der Natur zu sehen, wie das Holz eben wächst, das ist etwas Spezielles. Und ein Waldgant, dort, dass das Holz erganten, ersteigern, wo es eben wächst, sicher noch mal etwas Spezielles. Der Hund auf jeden Fall hat eine riesige Freude gehabt. Und ich natürlich auch, weil ich gewusst habe, ich auf dem richtigen Weg. Ich bin diesen drei nachgegangen. Das muss der Weg zur Vogelhütte sein. Ja, und in der Tat, da war sie die Vogelhütte. Man hat keine Mühe gescheucht, um hier alles bestens zu richten. Glühwein, ein Schnäpschen vom Christian Gauer, so als Begrüßung. Das Feuerli war da und das Christkindli hat man gerade auch schon vorgemietet gehabt. Es war der 2. Advents Samstag. Da hat man sich innerlich gewärmt, hat sich gefreut auf die Würste und eben auf das gesellschaftliche Zusammensein. Es geht hier um viel mehr als nur um das Holz. Es geht um das freundschaftliche Zusammensein. Natürlich ist das Holz im Mittelpunkt, soll ja auch gekauft werden. Aber das Gesellschaftliche hier bei dieser Waldkante, das ist etwas ganz Spezielles. Ja, ich habe dann einfach mal ein bisschen zugelöst und geschaut. Ja, du weißt, was wir dort oben anfeiern. Der Förster ist dann der Tenner. So, man hat Zinnen. Hier kein. Ja. Da, Dinger, wunderbar. Also, so ein Radius. Uralapi wird noch warm. Rühmst du? Ja, das muss ja so sein. Ja, das muss ja so sein. Jetzt einbiegen. Schräg einbiegen. Jawohl. Man riecht dort an die Ohren. Man riecht dann schon, weil der drauf ist. Schöne, coole Sauer runter. Habe ich es richtig gehört? Eine grüne Hurensau war. Ja gut, also wenn man es im Wald holt, direkt ist es natürlich grün. Da muss man zuerst verarbeiten, dann noch lagern. So schnell ist das Holz nicht ofenfertig. Aber es ist die Waldkante speziell. Der Ernst Pfetsch, der Vierförster, ist mir Rede und Antwort gestanden. Jawohl, die Waldkante, die haben wir, ja, bis über 10 Jahre machen wir die jetzt. Das ist eigentlich so ein Nachlass, der sich jetzt ein bisschen eingebürgert hat, wo wir... Es ist für die Ortsgemeinde mehr Werbung. Es ist eine Imagepflege. Wir tun die Häufe dann noch ein speziell herreisen. Und es ist nicht ein riesiger Haufen, es sind rund 100 Kubik, die wir jetzt hier verteilt haben auf etwa 30 Los. Und die Festwirtschaft ist dabei. Es soll auch ein geselliger Rahmen sein. Und vor allem gibt man auch immer wieder ein Informationen an diesem Anlass weiter. 30 Hüfe waren es. Am Morgen musst du nur zwei, gell? Es hat geschneit, du musst den Schnee ein weg tun. Ja, weil wir haben dann die Hüfe noch ein abblasen mit dem Bläser, dass man wenigstens die Nummern sieht und dass die Leute etwa sehen, wie viel Holz es an diesen Hüfen ist. Die Hüfe ist vor allem Hartholz, gell? Also Buchen, Eschen, hat es auch Tannings drunter? Nein, da hat es jetzt praktisch keine Tannen drunter. Es kann mal sein, dass ein Brügel drin ist, ein bisschen an für Holz, aber grundsätzlich haben wir hier eigentlich Hartholz her, Buchen oder Eschen. 4 bis 5 Meter Länge, ja? Ja, da ist halt, wie es aus dem Holzschlag kommt, da hat es 2 Meter Stücke drin. Aber in der Regel sind es 4-5 Meter Stücke. Und da muss man selber natürlich abholen, oder? Ja, das ist eigentlich ein bisschen etwas, wo wir machen. Wir lassen die Leute selber das Holz versägen. Spalten, das können die Leute selber machen. Aber wir verkaufen kein Holz mehr, das noch stehend ist. Also stehendes Holz verkaufen wir keinem, weil das Fällen eigentlich von dem Baum eigentlich die gefährlichste Arbeit ist. Und das nehmen wir den Bürger ab. Und wir haben zum Teil stehendes Holz, das wir verkaufen, aber nachher wird es durch die Forstgruppe gefällt, dass die Fällerei eigentlich die gefährlichste Arbeit weg ist. Man weiss auch, es gibt Gefahr, gell? Die lauern natürlich hier bei dieser Arbeit. Und irgendwo, wenn wir zuschauen, wie die Leute herumhantieren, oder ohne richtige Hose, ohne richtige Schütze usw. So, wenn du jetzt etwas siehst, dass es so da verarbeitet wird, gehen wir dann her, gehen wir dann beraten, oder lässt man dann das einfach einmal den Dingen seinen Lauf? Nein. Also wir haben auch gewisse Vorgaben, auch von der Zertifizierung aus. Können wir nicht einfach machen, was wir wollen.
Also wenn wir wirklich Verstöße sehen, dass einer jetzt halt ohne Schnitzel zu Hause arbeitet, ohne irgendwelche, ohne Helm und ohne Handschuhe, dann tut man ihn natürlich auf das hinweisen. Das ist auf den Kampfbedingungen drauf, dass sie die Ausrüstung muss benutzen. Und wenn man natürlich herläuft, dann, also wir sind nicht Polizisten spielen, sondern eher im beratenden Sinn, eben aufklären, warum und wieso, dass es eben das braucht. Die Kanten, gell, die erfreuen sich wieder recht einer grossen Beliebtheit. Obwohl es einen Haufen weniger Holzöfen gibt, sicher braucht es weniger Holz, aber die Kante, also, das ist schon etwas, was eigentlich noch Freude macht. Also die Samstagkante oder die Wahlkante, die ist eigentlich beliebt, eben schon wegen der Festwirtschaft, wegen dem Geselligen. Da kommen noch ein paar Leute. Aber grundsätzlich ist eigentlich die Nachfrage nach Brennholz eher rückläufig auf diesen Kanten, weil viele anfangen, sich zusammenzutun in Grüppli und dann halt Holz bei mir bestellen oder bei der Ortsgemeinde, eben eine größere Menge, vielleicht 20 Kubik oder 50 Kubik oder sogar 100 Kubik an einem Haufen, dass sie dann ihren Holzplatz einrichten können und dort dann nachher das Holz aufrüsten, manchmal das zweite, dritte, vierte und nicht an die Kant muhen, obwohl es auf der Kant ja nicht teurer ist eigentlich, wenn wir es im Wald verkaufen, dort schlummern noch ein bisschen etwas drauf. Was eigentlich das Nachkante dann von der Kante dort auch dabei ist. Der Haufen 327, da hinter dir jetzt dort, was ist es das jetzt schon ein Kubik? Ja, das sind jetzt etwa knapp, das werden jetzt etwa knapp 3 Kubik sein. Also so ein Stamm hat einen guten halben Kubik, also, und die hinteren halt ein bisschen weniger. 3 Kubik wären jetzt schon 4 Steher, hä? Etwa 4 Steher. Preis ja. Hat 240 Franken ungefähr und das um, oder? Ja, bei uns ist es ein bisschen billiger. Wir schlunzen so zwischen 55 und 60 Franken an pro Kubik, oder? Und das gibt ja dann irgendwo 40 Franken pro Steher. Und dann eben hofft man natürlich, dass also ganz schön das Holz sich noch ein bisschen vermehrt, dass man respektive nicht das Holz vermehrt, sondern dass der Preis dann noch ein bisschen nachgeht. Aber grundsätzlich ist bei uns der Kubikmeter etwa für 60 Franken zu haben. Du hast eine Zeit erlebt im Wald, wo nicht alles so maschinell gegangen ist, wo man noch unglaublich viel mehr Handarbeit machen musste. Ist es jetzt schöner für dich jetzt als Förster? Du arbeitest nicht sicher damit, oder ist es stressiger geworden? Nein, ich arbeite eigentlich in der körperlichen Arbeit, also Holzen, so, da bin ich praktisch nur dabei. Ja. Also wir haben andere Aufgaben heute. Und das Stichwort stressig ist sicher ein Punkt, der zugenommen hat, und zwar nicht nur für den Förster, sondern für alle, steigt einfach der Druck, weil die wirtschaftliche Situation ist im Moment einfach wirklich nicht gut. Und wir haben zwar noch einen Waldbesitzer, der eine gewisse andere Einnahmequelle hat, aber grundsätzlich ist die finanzielle Lage der Waldbesitzer einfach schlecht. Und man probiert immer noch optimieren und noch ein bisschen schneller. Und durch das eben steigt natürlich der Druck. Und was der Förster vielleicht vor 30 Jahren mit seinen Waldarbeitern in einem Monat gemacht hat, macht man heute bald in einer Woche. Und es geht immer alles noch schneller und noch schneller. Und durch das muss man noch viel mehr Vorkehrungen treffen bezüglich Arbeitssicherheit, Abklärungen treffen mit Motorfahren auf der Straße, Absperrungen und. Also die Vorlaufzeit, bis wir einen Kubikmeter Holz dann schlussendlich an der Straße haben oder fehlen kann, steigt eigentlich dauernd. Und damit natürlich drauf, vor allem für den Förster. Ja. Also das heisst, eben, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Steher Holz anschaue, mache ich 2 Schnitte, also 33er Ofen fertig, 180 Franken, der Transport eine freie Fahrt, 50 Franken. Da holen ich nicht zu gross Geld raus. Nein, beim Brennholz. Also wir haben es jetzt so organisiert, dass wir mit dieser relativ kleinen Menge, die wir noch in Schiedform ausliefern, das ist für uns plus minus kostendeckend. Aber für denen tun wir sicher nichts damit. Aber natürlich ein verschämter Service. Ich kann mich erinnern, wir mussten alles selber holen. Wenn wir kein Holz hatten, hätten wir eben Kahl gehabt. Mhm. Und heute kann man wirklich also telefonieren und kriegt das Ofen fertig über. Ja. Sogar bis 25 natürlich. Und wenn es jemand selber machen kann, er auch eine Meterung holen. Ja. Oder kann man auch die 4-5 Meterungen noch holen, muss das dann 2 Jahre warten, selber verarbeiten. Also die Dienstleistung hat sich schon massiv verbessert. Oder für einen Kunden selber auch führen. Das ist so. Also bei vielen Posten ist eigentlich die Dienstleistung fast mehr als das Holz. Eben, wir bringen es sogar, wir würden es sogar noch in den Shop hintragen. Das Zeug machen wir dann in Regie. Aber grundsätzlich machen wir eigentlich fast alles, was der Kunde bestellt. Und
das unterscheiden wir uns ja vom Gross, also vom Landi oder vom Coop oder vom Migros, wo du einfach ein Sortiment kaufen kannst oder vielleicht zwei. Und bei uns kann er eigentlich fast wählen, was er will. Wir machen das eigentlich noch. Eine allerletzte Frage noch. Jetzt geht es ja zu dieser Kante, oder? Mhm. Also es ist gleich auch eben ein Stück kostendeckende Nostalgie, gell? Ja, das ist so. Und die Samstagkante im Speziellen, weil eben das Holz ist ein Seilschlag am Berg hier oben. Und weil wir dort jetzt in diesem Gebiet keinen Platz haben für die Kante, hat man das eigentlich noch vorführen müssen, hierher die Hüfe machen. Das ist ein Zusatzaufwand natürlich, wo wir, wenn wir es im Wald am Haufen verkaufen könnten, eben nicht, ja, dort eben nicht anfallen würde. Ja. Und man sieht gerade hinter dir, gell, die erste kommt schon mit dem Velo, ein Haufen Stunden schon dahin. Also müssen wir jetzt mal los. He? Jawohl. Vielleicht haben Sie einen der Velofahrer, der hinten durchgefahren ist. Das ist der Paul Schlegel, der hier links, der Verwaltungsratspräsident der Ortsgemeinde Wartau. Ja, und dann sind sie um die Feuerchen herumgestanden, haben geredet, haben ein Schnäpschen getrunken, die Würste wären auch parat gewesen. Und ich habe ein bisschen mitgelassen und dies und jenes gefragt. Mach den Nachaufnahme von dir, sollst du den Schnauzer ein bisschen. Ja, du, warum gehst du denn auf die Kant eigentlich? Weil ich Holz muss haben. Ist billiger da? Viel billiger. Viel billiger. Aber dann musst du es selber abtransportieren, oder wie machst du es denn? Selbstverständlich. Und in den Wald gehst du auch noch, übrigens? Und ich auch noch, ja. Ja. Hast du noch Holzführung daheim? Öl und Holz. Aha. Das Holz hast du noch als Hobby dir gerettet hier. Ja, kann man so sagen. Bratwurst. Du, Werner, warum kommst du hier zur Kant? Du, ich habe kein Holz mehr daheim. Nein, echt? Die Bude ist kühl. Ja. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Holz nachschoppen, oder? Ja. Ich denke, gehst du mal da runter, schaust du mal. Aha. Du heisst ein Hürli mal. Das du ist es so. Du transportierst es dann mit einem Hürli mal ab? Nein, Bucher. Ah, so. Aha, ja. Gut, ja. In der Pension hat man Zeit zum Holzen, gell? Ja, schon vorne gehabt. Aha. Am Bund geschafft. Aha. Warum gehst du zur Kant? Aus Gewunder. Vorher hast du schon angezündet. Hättest du mir sagen, oben anzünden? Dann weiss ich schon, also oben anzünden. Hättest du es gewusst, ja, ja, sicher. Aber dann muss man mit denen nicht lernen. Eben, aber es gibt immer einen Haufen gute Tipps. Das gibt es, ja. Ja, ja, gute Kollegen, oder? Und dann wärmt doch der das Bier. Warum wärmst du das Bier da? Weil ich das alle verleiden mag. Aha. Gut. Du hast auch noch Holzheizung. Ja, eine neue Macht, ja. Also, wie denn? Also ein Stückchen Holz oder Meterix, oder? Halbmeter. Halbmeter? Ja. Aber das läuft nicht automatisch. Ein kleines bisschen Nostalgie ist es schon, oder? So eine Holzheizung. Ja, nicht? Aber nur viel. Nur viel, hä? Also, musst noch den Knopf drücken, um sie laufen zu lassen. Aha, aha. Und wie viel kannst du nie schmieren? Also für wie viele Tage? Zwei Tage. Aha. Aber wenn du in die Ferien gehst, Woche, dann musst du sofort nachholen. Ich bin nicht in die Ferien, ich bin pensioniert. Aha, gut, also. Keine mehr. Du machst das Portemonnaie schon parat, hä? Ja, aber nur für das Bier. Aha, aber bei der Kante erwartest du happige Preise? Nein, ich warte bis zum Schluss, bis wieder fast eben ist. Und dann kommen wir zum Anschlag über, wenn ich wieder Fremde komme. Hast du noch so gute Kollegen, weißt du, die euch treiben, oder? Habe ich einen gehabt, ja, aber der ist jetzt im Altersheim. Du, warum kommst du denn hierher? Vor Weite? Ja, schon. Aber du hast ein Herzengeschäft, hast du eine Holzheizung? Ja, ja. Dachlaufen. Dann kommst du allein daher? Dann bietest du allein oder sind ein paar zusammen? Wir sind ein paar, die sollen gerade bestellen zu uns. Aha. Also, aber bietest du hier jetzt auch? Nein, hier jetzt nicht. Eben mehr so schon, aber gesellschaftlich. Normal. Ja. Ja, ja. Ist ja interessant, gell? Ist ja schön, so etwas da. Tipptopp. Wir hoffen, es gibt es noch lange, ja. Das hoffen wir auch. He? Wir haben es gehört von Ernst Fetsch, also lukrativ ist nicht, aber gesellschaftlich sicher einträglich. Im Mittelpunkt natürlich immer jetzt hier der Denis Harry, jetzt, wo es dann langsam eben heiß geworden ist, also auf die heiße Phase zugegangen ist. Der Denis Harry im Gespräch hier noch über etwas ganz anderes, aber mich jetzt vor allem interessiert, wer als Gantleiter jetzt das dann macht, wie er sich fühlt. Denis, du bist der, ja, Gantleiter, gell? Ich tue auf Gante, ja, das, ja, ist, das, ja, ist richtig, ja, so. Ja. Hast du eine ruhige Hand bewiesen beim Schnaps einschenken? Bist du also überhaupt nicht nervös? He? Nein, nervös bin ich. Nein, das ist auch nicht das erste Mal. Aha, ja, wir machen es jetzt gleich schon, oder ich darf es jetzt gleich schon ein paar Mal machen. Aber man muss noch schauen, gell? Wer denn da wirklich zuschauen? Ja, ich muss schon ein bisschen unter Kontrolle haben. Ja. Nein, es ist eine schöne Sache, eine gute Sache. Mehr oder weniger kennt man sich auch. Ja. Es dürfen ein bisschen mehr Leute sein. Es nimmt das Gefühl nicht zu. Ja, es dürfen
Ja, noch ein bisschen mehr Leute haben, vor allem wenn es so ist wie heute, ist natürlich perfekt, oder? Ja. Zum so eine Kantore führen. Die einzige Frau Daniela Pfeffer von der Kanzlei hat eben zünftig eingeschenkt. Man hat sich zugeprostet, sind dann noch länger in mehr Leute gekommen. Es hat am Schluss aus meiner Sicht doch recht viele Leute gehabt. Und eben ganz ein freudiges Ereignis, ein schönes Zusammensein. Ja, warum hat es denn da geraucht und so weiter? Hat mich interessiert. Ich habe Christian Gauber gefragt, ob es da um die Wurst geht oder um was denn? Sieht gut aus, gell? Ja, du, das ist eine gesunde Ortsgemeinde. Gell? Ein Verwaltungsrat selber in die Arbeit gehen. Ja, das gehört sich, denke ich. Ha? Eben, ha? Ja, ja. Was bedeutet das jetzt für euch von der Ortsgemeinde, so ein Wahlgang? Ja, ist natürlich ein wichtiger Anlass im Jahr. Und vor allem auch von der Kultur her wichtig ist. Man trifft ihn an und tauscht sie aus. Und es sind ja alles diese Leute, die Sorge haben zum Wald und mit der Natur verbunden sind. Und darum machen wir das so gerne. Etwas, was man eigentlich wirklich erhalten sollte, gell? Ja, unbedingt, ja. Da geht es weniger um den Preis und ob man es billiger rüberkommt, sondern wirklich ist auch ein Teil Nostalgie, oder? Ja, sicher ist es, geht es nicht ums Geld. Es geht darum, dass man das Herzblut ein bisschen einfließen lässt und wir von der Ortsgemeinde wollen ja, dass sich die Leute treffen und ja, miteinander zusammenhocken schön. Und das ist ja wirklich ein schöner Anlass, um daran austauschen. Was das so riecht, was ist denn da? Ja, da bin ich am Feuer vorbereiten für einen Glühwein. Wir machen dann den Glühwein hier direkt. Nach der Kante? Ja, nein, sind jetzt schon die Ersten, sind schon am Trinken. Ich habe vorher ein bisschen vorgemacht, aber das andere mache ich dann, wenn die anderen am Kante sind, dann haben den Glühwein vorbereitet. Gehört auch etwas dazu. Genau, es sind eben manchmal die Kleinigkeiten, die einem in guter Erinnerung bleiben. Zum Beispiel, wenn ein Verwaltungsrat eben hier ein Schnäpschen einschenkt. Oder wenn das Christkindli schon gekommen ist. Auch stämmigen Männern gefällt das. Das habe ich gemerkt. Die Kleinigkeiten, die können absolut an. Und der Hund hat auch seine helle Freude daran gehabt. Ja, das Christkindli hat dann eben auch können die Gespräche mitlauschen, wie ich das eben auch gemacht habe. Mir ist erstaunt, was man da alles erfahren hat. Über die Gant, über das Dickholz, über das Dünnholz und was man da alles muss anrichten, um das Holz über ihn zu holen. Ja, eben, Schnäpsle hat die Zunge dann ein kleines bisschen gelöst, man hat sich zugeprostet, man hat sich auf die Gant gefreut. Es ist mir auch klar geworden, das dicke Holz, da braucht ein gutes Gefährt. Das dünne Holz ist dann bei vielen so Hobbyholz ein bisschen beliebter. Der Paul hat sich angerichtet, zum Begrüßen. Kommt ihr ein bisschen in die Nähe? Ja, geschätzte Gant-Besucher. Innen muss ich nicht sagen, hat leider keine Frauen, die kommen sind hier. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Holzgant hier im Höhwiesenwald, am Ort der Ornithologen. Ein wunderbarer Ort. Man kann sagen, wir haben heute Wetterglück, im Gegensatz zu denen in St. Moritz, die glaube ich, ein bisschen mehr Mühe können vor dem Mittag. Ein wunderbarer Anlass, ein wunderbarer Ort für den Anlass, den wir vorgesehen haben, nämlich die Holzgant. Ich habe fast alle die Gesichter, die ich hier sehe, schon manchmal gesehen, die wissen, wie es abläuft. Wir gehen jeden Haufen und dort tut der Dennis ausrufen. Die Interesse am Holz haben, können rufen und sie müssen 2 Franken nachgehen, wenn sie das Holz wollen. Und der Vorbüter wollen überbieten. Die Gantbedingungen sind ja auf dem Zettel. Sie sind auch auf dem Zettel gestanden und der, wo er ihn überkommt, wenn er das Holz geantet hat, dort steht sie dann unten drauf. Darum habe ich jetzt darauf verzichten, lang zu lesen, wie die Bedingungen sind. Wir werden jetzt dann zurücklaufen an den Anfang und hinterwärts die Hüfe abrufen. Nachher, der Schluss ist natürlich wieder da. Und im Hütli dann wir dann die Zettel ausfüllen und ihr müsst halt den Kugel zahlen. Wir sind froh, wenn ihr einen Haufen bekommen habt, wenn euch der zugeschlagen worden ist, dass ihr noch euch noch melden, dass ihr ernst weiss, wenn ihr ein Büchlein schreiben muss. Also, wenn es nicht ganz klar ist, dann bitte noch sagen, wer jetzt den Zuschlag bekommen hat. Ja, ich denke, das ist alles. Ich danke nochmal ganz herzlich fürs Erscheinen und hoffe jetzt, dass wir eine lebhafte, interessante Gant erleben. Dann wird es so für einen Fernsehreporter interessant und dann kann er etwas aufschalten, wo die Leute Interesse haben.
Ja, ich bin bemüht. Es ist zurückgegangen zum Anfang, eben zum Haufen. 331 Hüfe waren es ja gewesen. Und ich habe mich bemüht, mit der Kamera das, was möglich war, einzufangen. Es ist turbulent hergegangen. So, ich meine, es sind relativ alle da. Ich möchte euch auch im Namen von der Ortsgemeinde recht herzlich begrüßen zu der Wahlkant 2017. Paul hat die Einleitung schon gemacht. Ich denke, die Regeln sind alle bekannt, wie es vorwärts geht. Er sieht, es sollte eine interessante Kant werden. Also turn ruhig, den anderen ein bisschen eintreiben. Muss nicht scheu sein. Wir gehen einfach, fangen hier an im 301 und gehen hier ruhig. Hier ist los, Nummer 301. Ist angeschlagen mit 185 Franken. 301. 185 Franken. 185 Franken zum ersten. 185 Franken zum zweiten. 185 Franken zum dritten. Frei Markus. Nehmen wir auch das Segen, kannst du den Ernst aufnehmen. Ein Schnäppchen, ha? Haben wir sich austoben an dem, ja? Oi, frei, gratuliere. Das Ziel wäre eben ein anderes. Gut, kommen wir zum nächsten los. 302. Hat schon die gleiche Menge angeschlagen für 190 Franken. 190 Franken. Das 302. 190 Franken zum. Hast du schon Jimmy? Das ist ein Gaster. Da muss man 185 Franken nehmen. 190 Franken. Hat jemand Interesse an 302? Kein Interesse. Dann gehen wir weiter und nehmen es nachher nochmal. Ich muss wieder retten laufen. Kannst du fürchten? Oder kannst du hinten laufen? Nein, nein, nein. Dann darfst du nicht Ausgang und Fahrer oben, gell? Kommen wir zum Los 303. Das ist ein bisschen kleineres, angeschlagen mit 155 Franken. Los 303. 155 Franken zum ersten. 155 Franken zum zweiten. Los 303. 155 Franken zum dritten. Walter. Los 304. Angeschlagen. 180 Franken. Zum ersten. 182 Franken. 184 Franken zum ersten. 186. 186 Franken. 88. 188 Franken zum ersten. 90. 90. Du bist doch ein Nachbar, oder? 92. Ja, nur mal. 192 Franken zum ersten. Aufpassen, ich wäre auch ein Nachbau. 192 Franken zum ersten. 192 Franken zum zweiten. 194 Franken zum ersten. 194. 196. 200. Ja, das ist gut. 200 Franken zum ersten. 200 Franken. Also gut. Nimm das ja. 200 Franken zum dritten. Er ruft ja nur in der Vater. Wo ist der Schreiber? Danke vielmals. Vergiss doch nie, Hans. Vergiss doch nie. Hast du das für mich gekauft? Nein, ich hätte schon müssen rufen. Ich wollte nur, dass der Nachbar nichts überkommt. Tut mir leid, das hätte wirklich weh. Hast du ihn mal gefragt? Mit bester Stimmung ist es von einem Los zum anderen gegangen. Zum Teil ein Herzlos für einen Kantleiter. Nicht alle Los sind weggekommen. Ich habe manchmal gedacht, vielleicht pokern es auch ein bisschen, damit es zum Schluss das zum Anschlag überkommt. Wer etwas ersteigert hat, hat sich gemolden. Fritz Augster, Unterfeld. Ja. Jetzt hast du einen Häufchen, bist du zufrieden?
Ja, zwei, drei muss schon nicht einliegen, aber kommt gut heute. Ja, du, ja, der Haufen Willi. Ja. Aber vorher hat die dicke Berge geputzt, gell? Weißt du, ja, du, vergiss ihn nie. Ich kaufe Kaya selber Holz. Aha. Ich bin wirklich nur da zum Gewunder. Und die Zähne sind wieder ein bisschen dünner. Angeschlagen mit 170 Franken. 175 Franken. 180. 180 Franken zum Ersten. 180 Franken sind geboten zum Zweiten. Los Nummer 310. 180 Franken zum Dritten. Danke vielmals. Danke. Hoi, 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 Werner, hast du Sputz? Der Rickenberger nicht mitgeboten? Nein, es ist gar nicht, wo er ist. Ja, frag mich wieder auch. Ich glaube, verpasst. So, wie geht es jetzt mit der Nachbarschaft weiter? Gut. Gut, okay. Gut bis sehr gut. Rickenberger gegen Hürli mal putzt hast, gell? Ja, zuerst mal habe ich gewonnen, er erst zweimal, als ich ihn umhaben will. Aber die Nachbarschaft geht weiter, ja? Ja, selbstverständlich. Nur Apfel trinken wir eine Flasche Wein, aber bei ihm, er hat den eigenen. Aha. Das stärkt unsere Nachbarschaft. Ja, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Wir müssen mehr gehen. Da kennt man keinen Freund. Nein. Da gibt es nur Konkurrenten. Konkurrenten auch Freund sein. Aber er ist ein Häufchen der mal bei der Holzkant Buch Seefalle ist er überboten worden, ist leer ausgegangen. Aber jetzt hast du zugeschlagen, gell? Ja, jetzt habe ich zugeschlagen. Jetzt ist es gegangen. Jetzt ist es gut. Ich habe es gesagt, bei der Frohne Burger auch. Bist du bei der Bar gestanden, an der falschen Ort, oder? Ja, nein, der falschen Ort bin ich nicht gestanden, aber... Aber jetzt ist es gegangen, jetzt bin ich zufrieden, ja. Super. Tipptopp. 30 aufwendig hergerichtete Lose, dem wunderschönen Weg, da haben dafür gesorgt, dass am Schluss sicher bei dieser Wahlkant alle zufrieden heimgegangen sind. Und das eben noch zu günstigen Preisen Holz ergattert haben. Die dünneren tun sich leichter. Ja, wenn du nicht so gewandt bist mit dem Holz und nicht so eine riesen Maschine hast, musst du halt ein bisschen dünner nehmen, oder? Das sind auch ein bisschen leichter. Eben, und darum sind die dicker, die jetzt ein bisschen hocken bleiben, vermutet. Oder gehen auch die, die über das nötige Equipment verfügen, oder? Ja, vielleicht noch zum Anschlagen, oder? Noch. Die können vielleicht nachher dann. Es bleibt da manchmal eins liegen, das kannst du nachher auch haben. Also, ja. Weggeht tut schon. Und ich glaube nicht, dass man einander wehtut bei dieser Gant. Das Holz ist für dich Hobby, oder? Musst du es haben? Nein, ich habe nicht zwei Räume, kann ich mit Holz führen. Ja. Ich habe aber auch genug warm, wenn da die Zentralheizung läuft. Aber ich tue zwei Öfen tue ich bedienen. Und dann gehst du mal selber raus? Ja. Ja, das mache ich schon. Ja, super. He? Dann musst du es da, also du hast jetzt fertig geantwortet. Du... Ich denke, dass ich fertig bin. Es ging noch ganz einen schönen Haufen aus sich raus. Aber nein, ich bin fertig. Gut, okay. Fertig. Dann gehst du dem Grüppli noch. He? Mach ich. Wünsche ich. Viel Vergnügen. Und nachher gell? Nicht möchte. Und das Geld natürlich. Gell? Muss man so, das Geld musst du auch so verbringen. Gell? Aber das Zeug kostet etwas. Ja, der schalkische Werner Hürlimann, ehemals Berufsoffizier und Schulratspräsident, nicht ausgegangen. Die Holzkante ist wirklich etwas ganz Spezielles. Und wenn ihr es heute noch miterleben möchtet, gibt es nächstes Jahr wieder. Vielleicht geht ihr selber her und sammelt eure Eindrücke.